Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Greenray Gaming Let's Play Minecraft. Ich bin Greenray 5 auf dem Kanal Greenray Gaming da. In der Monsterfalle wieder, ich habe jetzt auch noch den Mossy Cobblestone und Kiste weggenommen. Und ja, relativ voll Inventar, wie man sieht. Dann laufe ich dann noch schnell um, dass ihr wieder wisst, wie es aussieht. Genau, da hinten ist eine Sackgasse. Und da nicht. Und da hinten ist wieder Schlucht. Und dort oben bin ich auch schon gewesen, auf dem Weg dort. Genau, da bin ich rübergekommen. Da bin ich aber... da oben gekommen bin ich aber durch einen Monster-Spawner. Von oben, hä? Ja, voll. Ich habe schon das Wilke paar mehr aufgenommen und da. Hat sie mich hier wieder aufbauen. Das habe ich auch alles für Scheissdreck dabei. Weil, also ich weiß nicht mehr, wie es noch ist oder so, aber keine Ahnung. Mal schauen. Oder auch nicht. Ah doch. Eben, ich habe noch gedacht, vor allem sonst habe ich den Überblick nachher nicht mehr. So, ich tue mal ein so wertvolle Zeug da rein, die ich gerade nicht brauche. Oh, hey. Dass ich alles dabei habe. Wow. Und Holz in 4 verschiedene Formen. Was brauche ich da Zeug? Glas. Das brauche ich nicht. Ja, komm, lassen wir da mal so. Pickaxe habe ich auch nicht genug. Fackeln. Fackeln brauche ich unbedingt. Und das Crafting Table rausnehmen wieder. Dann hätte ich einfach ein bisschen vorher. Und würde ich sagen, machen wir hier so einen Mini-Stützpunkt. Also nicht einfach so. Einfach so für. Also ich nehme nachher das Zeug natürlich wieder mit. Klar. Ich hätte gerade alles können machen, egal. Aber jetzt einfach so mal, wo ich mich immer wieder zurückkommen kann und so und mein Zeug drin habe. Ein bisschen ausleuchten, dass dann überall Monster spawnen. Huch, zum Glück habe ich Stege gemacht. Aber auf jeden Fall. Der Canyon ist riesig. Fragst du, wo ich jetzt soll hingehen? Ich würde mal sagen, ich mache da einen Weg runter. So. Und überall noch ein bisschen Fackeln hin. Und dann, ja. Da hinten bin ich ja schon gewesen, hä? Da hinten bin ich auch schon gewesen. Von da bin ich doch gekommen, hä? Oh Gott, wie gross das ist. Krass und verwirrend. Moment, ich komme nicht ganz raus. Ich gehe mal dahinter schnell schauen. Da sind wieder... Ja, sonst komme ich nicht ganz nachher, hä? Was wo ist. Ja voll, das ist das da, habe ich schon erkundet, aber dieses ist doch ein Sackgasse gewesen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt hier über noch. Hoffentlich kommen keine Creeper oder so. Und ja. Das ist schon gewesen. Aha, nein. Hat nur so ausgesehen, jetzt habe ich da schon gedacht, sei da fertig. Ja, jetzt ist es wieder so wie immer. Ich habe natürlich genau keine Idee mehr. Also natürlich mache ich jetzt auch noch ein bisschen weiter, weil da gibt es ja extrem viel zu erkunden und so. Und so langweilig ist es gar nicht. Aber es bringt halt einfach nichts fürs Let's Play, bei dem halt noch 4-5 Parts halt immer noch nicht weit. Also, ja. Nicht weiter. Ist zwar eine geile Mining-Tour, aber... No Creeper inside. Und... Aber die Frage ist ja, was ich nachher soll machen. Und damit die Diamanten, die ich noch keiner gefunden habe, das ist glaube ich einfach Pech, weil...
Keine Ahnung. In der Let's Play Together und der Let's Play Singleplayer Welt habe ich bei beiden noch keinen einzigen Diamanten gefunden. Und in der anderen Welt irgendwie, ja keine Ahnung, ich glaube schon, dass es ein bisschen Pech ist. Aber vielleicht schaue ich mir gerne auf der falschen Höhe. Ja, wie jetzt zum Beispiel bin ich viel zu hoch oben, aber ja. Schon fertig? Ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet. Weißt du, es ist so ein riesiges Höhlensystem, aber überall ist es gerade fertig. Und extrem kompliziert ist es. Es hat auch schwimmen und runterfallen und sterben. Nein, mach ich nicht. Hey, da unten ist ja nochmal... What? Da geht ja nochmal einer durch. Hey, wie viele Canyons sind da ineinander hin? Das ist unglaublich, Mann. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in diesem Seite schauen. Die Koordinaten habt ihr vorher gesehen. Die Seite ist, glaube ich, einfach grün wie Gaming. Soll da runterkumpen? Soll da nicht runterkumpen? Moment, ich schaue noch schnell, ob ich hier alles erforscht habe. Da ist mein Lager. Hier oben bin ich auch gewesen. Muss ich jetzt leider schauen und ausleuchten muss ich so oder so noch. Sorry, ich weiß leider nicht mehr. Das ist ja so verwirrend. Ich weiß nämlich nicht genau, wenn ich das machen soll. Mit den Paar zuladen. Da könntet ihr mir ein bisschen Ratschläge geben, wenn ihr das besser würdet finden. Weil mir geht es viel besser, wenn ich immer so mache, dass ich zum Beispiel, wenn ich aufnehme, gerade etwa 2-3 Parts aufnehme. Da passiert es mir nämlich zum Beispiel, dass ich Let's Play Together aufnehme, dann habe ich Let's Play Together, aber kein Let's Play Singleplayer mehr. Und dann lade ich einfach ein paar Tage nur Let's Play Together auf. Also, soll ich immer abwechseln oder einfach so gewisse Tage oder so? Also gewisse Tage, weiß ich nicht, das ist ein bisschen blöd. Da wollte ich gar nicht erst anfangen, weil da kann ich nachher eh nicht einhalten, wenn ich sage, dass immer an dem Tag da kommt. Da kommt bis gescheiter nicht ab, sonst ist dann nachher irgendetwas. So Lava oder so, ja. Aber da kann ich schon runterkommen. Hui. Plus, plus, nein. Ja, genau. Schön langsam. Hey, das gibt's doch nicht. Hä? Hey, das ist ja so verwinkelt. Ich glaube jedes Mal nicht, wie blöd die Zombies sind. Jetzt geht er das Lava an, wetten wir. Okay, wetten wir nicht, aber... Doch, wetten wir. Ich werde gewonnen. Ja, egal. Ich mache es da nicht, ich glaube jetzt nicht unter mir ab, weil vielleicht geht er gerade runter. Okay, ich kenne nicht gerade ab, egal. Sicherheit geht vor. Ich habe glaube langsam genug, he? Und Kohle auch. So mehr oder weniger. Das Gute an einem Canyon ist einfach, dass es egal ist, ob es Nacht oder Tag ist. Und warte schon, das Sound könnte ich auch ein bisschen ausstellen. Weil mich die Stimme gehört man nie schon überhaupt nicht. Also von dem her ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn... Oh, da ist gut. Da über Lapis Lazuli und Redstone habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ach, langsam check ich es nicht mehr. Ich glaube, da könnte ich noch viele Parts erkunden. Da oben bin ich schon gewesen. Kommt mir aber gar nicht bekannt vor. Eigentlich, aber ja. Eigentlich so unsinnig beim Höhlenerkunden, also bei mir. Da nehme ich immer überall Fackeln hin, dass alles ausgeleuchtet ist und dass ich nachher auch wieder weiss, wo ich schon war. Und dann braucht man eigentlich immer Kohle. Und man hat, verbraucht man... Beim Meinen eigentlich, oder? Also wenn man dann nicht genug Kohle findet, dann macht man fast Minuskohle. Blödes Lava, kannst du nicht weggehen schnell? Dann könnte ich schauen, ob da unten etwas ist. Und einfach nicht so blöd jetzt denn. Musst du da einfach... Ja komm, das ist nicht zu mühsam. Ich glaube nicht, dass da noch irgendetwas... Oder soll ich gehen? Ja komm, wenn ich schon da bin. Nein, das war keine gute Idee. Okay.
verbrennen wahrscheinlich, hä? Und Wasser habe ich kein. Okay, okay. Sorry, Leute. Ja, das ist Cheat, ich weiß. Ich weiß, dass das Cheat ist. Und ihr könnt mich gerne als Cheater oder so benennen, aber... Ich wollte jetzt auch nicht einfach in die Lava verrecken, nur weil ich kein Wasser dabei habe. Ist doch sinnlos. Für irgendetwas gibt es ja der Peaceful. Ah, jetzt sind wir wieder auf 1.0. Ach, jetzt sind wir wieder auf 1.0, wie man es sieht. Darum ist jetzt wieder alles Englisch. Jetzt ist es einfach ein bisschen blöd. Weil den Multiplayer selbst habe ich jetzt mit Bucket gemacht, oder Bucket, oder keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Ich kenne Leute, die beides sagen und... Also ja... Und beide sind sich sicher, dass es so heisst, auf jeden Fall. Und dann mit Bucket gemacht, oder bei einem, ja, ist ja egal. Hörst du mal auf Flüsse Lava? Und da geht es natürlich noch nicht für 1.1 und dann, ja, und mit dem normalen 1.1 läuft es nicht so flüssig. Mit dem Bucket. Und ja, je nachdem, bei einem Endserver habe ich jetzt ab und zu abgewechselt und ab und zu habe ich es auch beim 1.1 gelassen. Hä? Er hat nach einem scherbenden Viech getönt. Aber wenn ihr seht, ist das recht verwinkelt und extrem komplex Aufbau. Also ich weiß nicht, wie lange ich da... Aber ich glaube, ich kann da noch ziemlich lang weitermachen, wenn ich will. Also wenn ihr wollt, besser gesagt, eigentlich. So, wo ist jetzt das... Wo hätte ich nicht sein wollen? Dort drüber, aber dort hat es Wasser. Wasser könnte immer... Oh nein, sorry, ich habe keinen Bug. Genau, da ist auch nicht mehr abbauen. Genau, sorry. Ich lenke mich an mich selber ab. Mit dem Geschwaffel da. Das ist immer so geil, wenn so extrem viel Zeug führt und durch einen einzigen Block, den man abbaut. Zum Beispiel so ein Eisenblock und dann kommt wieder zwei führen und dann vier und dann vielleicht noch ein Diamantblock und dann noch eine riesen Höhle. Ja, ein bisschen betrieben, aber ja. Ihr checkt's. Und wenn nicht, dann kann ich auch nicht dafür. Aber ja, doch, ich kann nicht etwas dafür, weil ich das gesagt habe, aber ja, egal. Oh, hey, ich check so voll nicht mehr. Okay, dort oben wieder, ich sehe immer wieder den Weg, aber... Wie kompliziert ist das ganze System? Okay, ich könnte da wahrscheinlich stundenlang erforschen. Also, wenn ihr eventuell in den Parts weitermachen, mache ich sicher offscreen auch noch ein bisschen weiter. Oh fuck, Lava. Weil es ist einfach nur geil und ich meine... Da gibt es so viele Ressourcen an einem Ort. Also so viele Höhlen und alles. Da, ja... Da ich mir ja nicht... Wollte ich mir echt nicht lang gehen lassen. Vor allem ist es ja gerade neben dem Haus. Okay, wenn man da unten ist, geht man nicht mehr hoch, aber... Also nicht mehr so schnell. Wahrscheinlich. Aber trotzdem. Also ich meine jetzt einfach, ja, wenn es gerade ein Haus ist, muss ich da fast erforschen. Wie machen wir das so? Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Schon 23 Eisen mehr. 31 Kohle mehr, okay. Ich glaube, weil es ja 4 Fackeln gibt aus einer Kohle. Ach, man, normalerweise bei meinen schon nicht Minuskohle durch die Fackeln, die man setzt. Also natürlich sollte ich alle Fackeln wieder abbauen, aber ja, ich finde das scheiße. Vor allem fürs Let's Play, es ist ab und zu... Habe ich früher auch so gemacht, aber ja. Ach, da ist eben so viel Lava, da ist viel zu riskant für meinen Geschmack. Ah, ist sehr gut. Ich habe voll keine Ahnung, wo ich mich durchlaufen soll. Ah ja, da ist ja gut, dass der Part fertig ist jetzt dann. Aber schaut euch das noch ein Schaman. Schaut euch das an. Da. Ja, auf jeden Fall, ciao zusammen. Bis im nächsten Part. Peace.